Eine andere Baustelle der Ampel ist die lahmende Wirtschaft. Hier wollen Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner den Firmen helfen und Investitionen ankurbeln. Zum Beispiel mit niedrigeren Unternehmenssteuern, also alle Abgaben, die ein Betrieb bezahlen muss. Diese Last drückt aktuell auf den Standort Deutschland, wie ein Vergleich mit dem Ausland zeigt. Ganz oben mit den höchsten Unternehmenssteuern rangiert übrigens Portugal. Doch gleich danach folgt Deutschland mit knapp 30 Prozent. Frankreich hat diese Steuern gesenkt auf knapp 26 Prozent. Etwas weniger verlangt Österreich und noch weniger Tschechien. Auch in den USA und in Großbritannien zahlen Unternehmen weniger als bei uns. Ja, und jetzt die spannende Frage, die momentan die Politik in Berlin, aber auch hier in München beschäftigt. Soll, kann und will Deutschland seine Unternehmenssteuern senken? Oder auch den Soli abschaffen? Und wenn ja, wer bezahlt das? Etwa 90 Prozent der erwerbstätigen Bürger zahlen keinen Solidaritätszuschlag mehr. Die Unternehmen hingegen müssen den Soli ans Finanzamt überweisen. In der Frage, wie man sie steuerlich entlasten kann, ist für Finanzminister Lindner... Der einfachste und schnellste Weg, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Den zahlen die Unternehmen, zahlen unsere Betriebe im internationalen Wettbewerb immer noch. Doch wenn der Soli abgeschafft wird, dann geht dem Staat Geld verloren. Der Soli wäre übrigens nur ein Teil eines Entlastungspaketes für die Wirtschaft. Da ist die Rede von insgesamt 30 Milliarden Euro. Doch die müssen gegenfinanziert werden. Einsparungen könnten dabei helfen. Doch nach dem Ärger wegen des Agrardiesels glaubt Wirtschaftsminister Habeck nicht, dass die Bürger im Land bereit sind, weitere Kürzungen hinzunehmen. Und ehrlicherweise weiß ich nicht ob das land das aushält und ob die politik die demokratische politik im land das aushält doch welche stellschrauben sind die richtigen um die deutsche wirtschaft zu entlasten die union erwartet von der ampelkoalition schnelle entscheidungen wir brauchen wettbewerbsfähige Steuern für Mittelstand und Industrie. Dazu kann der Abbau des Solis beitragen. Aber es kann auch insgesamt eine Unternehmenssteuerreform sinnvoll und nützlich sein. Es wird Zeit, dass die Ampel sich da auf ein Modell verständigt. Der Kurs, wie die Wirtschaft entlastet werden soll, ist noch nicht festgelegt. Viele Unternehmen drängen darauf, dass die Ampelkoalition zügig Lösungen vorlegt. Denn die deutsche Wirtschaft brauche Unterstützung. Wie sieht die bayerische Wirtschaft ein solches Paket aus Berlin? Fragen wir doch Manfred Gössel von der Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern. Herr Gössel, Grüß Gott. Und gleich die erste Frage: Geht es der bayerischen Wirtschaft wirklich so schlecht, dass sie Hilfe aus neuen Staatsschulden bräuchte? Also, zunächst einmal ist tatsächlich so, die bayerische Wirtschaft steckt fest, genauso wie die deutsche. Wir sehen keinen Aufbruch, wir sehen Investitionszurückhaltung und deshalb braucht die Wirtschaft in Deutschland und in Bayern Wachstumsimpulse. Ja, aber würden sich denn neue Schulden dann nicht amortisieren, wenn die Konjunktur dann wieder Fahrt aufnimmt? Nun das Wichtigste ist ja nun mal zunächst eine Steuerreform. Wir plädieren nicht dafür, dass diese Schulden finanziert sein soll, ganz im Gegenteil, die muss aus dem Haushalt finanziert werden. Schulden macht man für große Infrastrukturprojekte, das machen wir auch privat, so wenn man ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen, aber für eine Steuerreform brauchen wir eine Gegenfinanzierung aus dem Haushalt und das ist auch möglich bei einem Haushalt im Umfang von 477 Milliarden Euro. Ja, Herr Gössel, ich greife mal einen Punkt raus. Finanzminister Lindner will ja bekanntlich den Soli für Unternehmen kappen. Gute Idee? Richtige Forderung haben wir seit Jahren drauf, also ein Solidaritätszuschlag. Jetzt Jahrzehnte nach der Einheit der gehört weg und das ist besonders hilfreich für die Personen, Unternehmen, inhabergeführte äh, Geschäfte und das ist die Mehrheit auch in Bayern. Ja, macht also die Ampel momentan ziemlich viel richtig? Der Vorschlag, jetzt die Unternehmenssteuern mal zu senken, der ist ganz, ganz richtig und ganz, ganz wichtig. Warum? Wir haben in Deutschland eine Belastung für die Unternehmen mit Steuern im Schnitt von etwa 30 Prozent zum Vergleich. Der EU-Durchschnitt ist 20 Prozent. Also, das ist ein gewaltiger Unterschied. Unsere Forderung ist, machen wir es doch wie in Österreich: 24 Prozent, das wäre eine richtige Quote. Die Unternehmenssteuern müssen runter. Genau, die Zahlen haben wir auch schon gehört. Eine Senkung der Unternehmenssteuern, wäre das so ein Booster für den Standort Bayern? Die Unternehmenssteuern zu senken ist eines der wichtigsten Maßnahmen überhaupt und tatsächlich ein Booster für Bayern. Warum? Die Unternehmen haben dann mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, um zu investieren in Maschinen, in Technologien wie Digitalisierung und was alles damit zusammenhängt oder auch für grüne Technologien und das brauchen wir so nötig denn je also unbedingt runter mit den steuern damit investitionen kommen bei uns ins land und wieder an die zukunft geglaubt wird das fordert manfred gössel vielen dank